Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Green Hell, wo ich nochmal ein Lagerfeuerchen bauen muss. Wir können leider nicht... Oh, da ist Molineria. Okay, Planänderung. Erst Molineria, dann muss ich nochmal ein kleines Lagerfeuer machen. Denn wir sind komplett überladen und ich würde liebend gerne... Jetzt muss ich einmal ganz kurz mein Ding öffnen und dann muss ich hier... nein, das war falsch. Das Herstellungsmenü bitte. Ich muss wieder... Da habe ich ja gesagt, ich würde gerne mehr Blätterverbände machen. Der hat jetzt keinen Platz mehr, ne? Mhm, dann schmeißen wir einfach das hier raus. Das ist alles nicht so problematisch. Das geht auch nicht. Dann schmeißen wir einfach noch eine raus. Jetzt sollte das aber hier irgendwo reinpassen. Nein. Das macht gar nichts. Wir packen uns da... Konnte ich das hier irgendwie da drauf tun? Nee, konnte ich nicht. Ja gut, dann schmeißen wir ein paar Federn noch raus. Wir haben genug Pfeile im Moment und die Federn sind zwar, tragen zwar nicht unbedingt irgendwas zu unserem... Gewicht bei, also Gewicht im Sinne von, es sorgt nicht dafür, dass unser Rucksack sonderlich viel schwerer ist, aber es sorgt leider dafür, dass unser Rucksack sehr viel voller ist. Dann machen wir noch einen, entweder einen Ascheverband oder sowas. Dann können wir nämlich noch die Tabakblätter einsammeln. Und ich würde gerne das Ara-Fleisch, das wir noch haben, das würde ich eben liebend gerne... So, dann haben wir noch einen Tabakverband, einen zweiten. Ich würde gerne das Ara-Fleisch, das wir haben, noch ein bisschen... Jetzt haben wir zwei Tabakverbände, zwei Ascheverbände, zwei normale. Und ich würde, wie gesagt, hier ganz gerne nochmal das Lagerfeuer entzünden, damit wir das Ara-Fleisch, das letzte, auch noch zubereiten können. Sammeln. Und dann nochmal bitte sammeln. Mal gucken, ob es reicht. Wir müssen sowieso Stöckchen loswerden. Das hätte ich jetzt sonst gemacht. Ich hätte ein paar Stöcke rausgeworfen. Übrigens, tut mir leid, dass gestern eine Folge ausgefallen ist. Ich habe wirklich absolut keine Zeit zum Aufnehmen gefunden. Es fehlen natürlich normale Stücke, ne? Aber guck mal, wir können uns wieder Ich muss einfach. Es geht nicht anders, aber ich muss Molineria-Verbände herstellen, wenn ich kann. Wir haben leider viel zu selten unterwegs die Gelegenheit, das zu machen. Und wenn wir da mal schnell einen brauchen und keine Pflanze ist in der Nähe, dann ist das ganz, ganz schlecht. Deswegen einfach jetzt Verbände herstellen, damit es uns später gut geht. Oh, da können wir... Ja, Maden sammeln wir auch. Und ist da noch ein Knochen dabei? Ja, da sind Knochen. Nee. Der kommt mit. Da kannst du aber wetten, dass ich für den noch einen Platz finde. Aber hundertprozentig finde ich für das Ding noch einen Platz. So. Bitteschön. Jetzt sind wir zwar schon wieder überladen, auch und wie wir überladen sind. Aber das kriegen wir irgendwie geregelt. Hoffe ich. Wir müssen. Ich habe schon Bananen gegessen, zwei Stück. Da vorne sehe ich Stöcke liegen. Wir werden uns gleich sowas von nicht mehr bewegen können. Ich schmeiß nochmal kurz den Schildkrötenpanzer raus, dann können wir uns wieder bewegen. Aber den werde ich im Endeffekt natürlich nicht hier lassen. Also. Und den sammeln wir jetzt einfach mal. Komme, was wolle, der kommt mit. Den brauchen wir zum Kochen. So. Und die werden wir auch gleich essen, die Früchte vielleicht. Außer ich kann sie sammeln. Dann essen wir die. Wir essen die aber auch gleich. Also wir machen jetzt nicht mehr viel hier. Ich werde nur noch ganz kurz... Es war halt... Ich dachte, okay, wir haben hier so viel eigentlich noch zu tun. Wegen jetzt dem Lagerfeuer, dann wäre es doch sehr schade, wenn ich das alles rausschneide sozusagen. Weil es halt doch relativ lang ist. Und wenn wir dann plötzlich an Tag 17 sind oder so... So, hoffentlich kann ich noch ein Feuerchen machen. Also im Sinne von hoffentlich reicht die Energie dafür noch aus. Ah, das letzte trockene Blatt. Ich sollte nochmal trockene Blatt... Ja, es sieht schlecht aus. Komm schon. Ja, es hat Shit. Come on. Seriously? Okay, es hat nicht gereicht. Kann ich noch was rausschmeißen? Die Kohle vielleicht, das Ding hier. Yes. Komm, schmeißen wir das nochmal raus. Jetzt. Yes. Hä? Was muserst du denn schon wieder? Okay, wir schnappen uns natürlich Pilze, wenn wir sie finden. Und sind schon wieder überladen. Ehrlich jetzt, wegen zwei Pilzen? Wegen denen sind wir jetzt überladen. Weißt du was, dann essen wir doch einfach hier die Früchte schon, ne? So, gibt ein bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen Hydration. Wir können uns wieder bewegen. Wir schlafen jetzt einmal. Dann zünden wir das Lagerfeuer an.
Ihr wisst, was da drin ist, oder? Das ist diese Super-Zwiebel, die da irgendwo drin jetzt liegt. Irgendwo? Zwiebel. Ist die Super-Zwiebel? Die Super-Zwiebel. Die müsste doch jetzt irgendwo hier sein, oder? Da ist sie. Die kann ich jetzt bestimmt nicht mitnehmen, weil wir zu voll sind. Genau. Wo tun wir die denn jetzt hin? Ach Gottchen. Mal kurz. Die wird ja nicht sofort schlecht. Die legen wir jetzt einfach einmal hier hin. Und dann können wir uns noch machen. Aber erst gehen wir einmal schlafen, damit wir Energie haben. Die Steine hier kann ich leider auch nicht mitnehmen. Aber die Zwiebel muss mit, denn die liefert uns so viel Energie und alles. So, es ist Abend. Ich habe hier noch einen Obsidian. Den Obsidian würde ich übrigens gerne mitnehmen. Auch wenn wir jetzt schon wieder überlastet sind. Wir essen mal. Was fehlt uns denn so am ehesten? Proteine und ich glaube Fette müssten das sein. Ja, wenn uns Fette fehlen, essen wir doch einfach mal so einen gammeligen Schokoriegel, oder? Guck mal, okay, das gab Kohlenhydrate und keine Fette. Wie kann das denn bitte kein Fett liefern? Das widerspricht allem, was ich von Schokoriegeln weiß. Dass das Fette und Kohlenhydrate... Brauche ich Kohlenhydrate gerade? Ein bisschen vielleicht. Dann essen wir auch noch die Chips. So. Und jetzt kann es sein, dass wir die Zwiebel einpacken können. Na? Wieso nicht? Woran liegt's? An so vielem. Da machen wir einfach mal den ganzen Stapel weg. Ich weiß, da ist noch ein neuer dabei gewesen, glaube ich. So. Schmerzmittel kommt hier hoch. Wir müssen das alles ein bisschen anders hinschieben. Das Bidon zum Beispiel können wir Hochformat legen, also Hochkant. Jetzt kommen hier noch die... Oh Gott, das quietscht im Hintergrund, weil irgendjemand über mir seinen irgendeinen Stuhl hin und her rückt, wie es klingt. Oder... So. Ja, wir sind überladen. Das ändert sich aber gleich wieder. Ich müsste eigentlich... Wie lange hält mein Fleisch noch? Ja, ein paar Stunden noch. Und dann können wir als nächstes vielleicht mal die Dosenmilch trinken, aber wir werden gleich nicht mehr überladen sein. Notfalls schmeißen wir einfach ein paar Stöcke raus oder sowas. Aber alles, was wir jetzt dabei haben, was dafür sorgt, dass wir überladen sind, darum sind wir vermutlich später froh, wenn wir dann irgendwo wieder sind, wo es nichts gibt. Was ist da? Ach so, das war dieses tote, verendete Tier, wo auch immer das jetzt herkommt. Das war letztes Mal noch nicht da, oder? Ich glaube, es war noch nicht da. Oh Gott, warte mal. Problem, habe ich... Oh nein, wir haben kein... Ich kann ja gar nicht... Ich kann gar kein Lagerfeuer machen. Ich habe ja... Ich doofe Nuss habe ja gar keine trockenen Blätter mehr. Oh, und den Panzer muss ich auch auf jeden Fall einpacken. Oh Gott, wir brauchen dringend trockene Blätter nochmal. Oh, das ist jetzt schwierig. Ich schmeiß ganz kurz die Zwiebel raus, damit ich mich bewegen kann, denn wir brauchen trockene Blätter. Hat's hier trockene Blätter? Nein. Trockene Blätter. Das muss ich gerade alles ignorieren. Da ist ein trockenes Blatt doch, oder? Du bist ein trockener. Ihr seid trockene Blätter, ja. Die brauchen wir sowieso. Also komme, was wolle, wir bräuchten trockene Blätter. Ich muss sie nur dazwischen finden. Da ist ein trockenes Blatt. Ich sollte wenigstens zwei Stück davon haben. Oh Gott. Es ist ein bisschen schwer zu sehen im Dunkeln, welches Blatt trocken ist und welches nicht. Da ist noch eins. So, jetzt können wir... Echt jetzt? Okay, die essen wir direkt. Wenn ich sie zu fassen bekomme, essen wir die direkt. Dass wir uns jetzt nicht bewegen können, liegt an der Kokosnuss. Die ist aber gleich weg. Da trinken wir was und dann ist alles gut. So, da ist unsere Zwiebel. Da werden wir auch noch mal ein bisschen überladen sein gleich. Aber es ist für einen guten Zweck. Es ist für einen sehr, sehr guten Zweck. Damit wir schneller nach Lambda 2 kommen. So, jetzt sollte meine... Wo ist mein Feuer? Oh nein, mein Feuerbrett. Deswegen konnte ich kein Feuer mehr machen. Weil mein blödes Feuerbrett kaputt gegangen ist. Ja, gut, dass hier noch welche sind. Da können wir noch sammeln. Da können wir zum Glück ein neues rausbekommen. So. Keinen Platz mehr im Rucksack.
Ach so, ja, warte, aber ich kann gleich wieder einen Bohrer herstellen. Hier. So ein Stöckchen, dünnes. So, Handbohrer. Immer ist irgendwas, ne? So, benutzen bitte mit einem der trockenen Blätter. Come on. Ich habe mich schon gewundert, weil unsere Energie nicht komplett weg war. So, jetzt schnell das Fleisch grillen, dann können wir auch eins davon eigentlich nachher essen, für die, beziehungsweise jetzt gleich essen, für die Proteine. Ich muss den Schildkrötenpanzer. Genau, ich habe ja die Kokosnuss eingepackt. Die wird jetzt gleich einmal. Wir trinken das. Wir sammeln sie. Das wird gegessen. Das wird gegessen. Da ist alles unter. Oh Gott, ich habe keinen Platz mehr für meinen Schildkrötenpanzer, oder? Das legt es zum Glück automatisch rein. Den werde ich aber mitnehmen. Den Schildkrötenpanzer lassen wir nicht hier. Bin ja nicht doof. Was brauche ich für Nährstoffe? Immer noch Proteine. Das müsste woanders auch Platz finden, oder? Nee? Nirgendwo anders mehr Platz? Blätter brauchen wir nicht. Dann kann ich jetzt gucken, dass wir unsere Schildkröten, unseren Schildkrötenpanzer wieder einstecken. Sehr schön. Da ist er drin und wir sind nur ein bisschen. Oh Gott, sind wir überladen. Das ist ja furchtbar. Die Zwiebel ist halt relativ schwer. Die werden wir uns aber auch gleich zubereiten am Lagerfeuer. Die kann ich auch zubereitet mitnehmen. Und da müssen wir nochmal speichern. Das kann ich hier oben reintun eigentlich. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Da muss ich gucken, was ich hier noch rausschmeißen kann. Den Obsidian will ich mitnehmen. Die Pfeile, ich weiß nicht, wie schwer ist denn so ein Pfeil? Überhaupt nicht schwer. Das ist nett. Das ist sehr nett und beruhigend. Der Instant-Kaffee. Aus dem können wir uns sehr wahrscheinlich einen Kaffee machen, damit wir nicht mehr müde sein müssen. Was wir bei der Paranuss. Ich habe keine Ahnung, was wir mit der Paranuss anstellen können. Das sind. Nee, die Kohle wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die unbekannten Kräuter da oben. Das Gold, das würde ich ehrlich gesagt auch nicht hier lassen wollen. Wir könnten. Was ist das? Dosenmilch. Da ist alles drin, was wir brauchen. Das kann ich auf keinen Fall wegschmeißen. Das Fleisch wird es nach und nach werden. So, hier die Zwiebel drin. Wir sind sowas von überladen. Aber ich kann Stöckchen einfach hier ins Feuer legen. Guck mal. Und dann schmeißen wir einfach Stöckchen raus. Denn Stöckchen kann ich jederzeit wieder sammeln, wenn wir wieder neue brauchen. So, wir sind immer noch überladen. Aber das wird schon, das wird schon. Ich müsste nochmal. Ich werde jetzt auch nur nochmal speichern. Und wir gehen nicht nochmal schlafen. Dann schmeiße ich ein paar Sachen raus. Und dann gehen wir. Wir werden nicht komplett überladen losziehen. Keine Sorge. Was lasse ich denn weg? Ich kann. Wir haben sehr viel Kohle, aber die will ich nicht hier lassen. Verbände, die sind sehr wichtig. Die kann ich auch nicht hier lassen. Die Dinger. Der Knochen wäre eigentlich ganz praktisch, wenn wir den hier lassen würden. Andererseits, wenn wir eine Knochennadel brauchen, dann bin ich dankbar, dass wir ihn haben. Ich glaube halt, die Bidons sind sehr, sehr schwer und deswegen kriegen wir so ein ganz kleines bisschen Probleme hier. Werkzeuge kann ich auch nicht da lassen. Ja, wir werden gleich noch was essen. So, einmal hier oben bitte. Es regnet nicht mehr, oder? Ja, so ein bisschen hatte es noch geregnet. So. Nehmen, nehmen. Ja, kann ich denn da eine noch mitnehmen? Nö. Okay. Ja, dann ziehen wir doch einfach mal los. Wir sind nicht so sehr überladen. Wir sind furchtbar überladen. Ich esse mal auch noch mal ein Fleisch. Guck mal, schon sind wir kaum noch überladen. Ich esse noch das letzte. Das müsste das hier sein. Und wir sind nicht mehr überladen. So einfach geht das. Jetzt speichere ich nochmal, bevor ich das irgendwie nochmal machen muss, wenn wir. Der Plan sieht folgendermaßen aus. Wir gucken, dass wir hoffentlich vielleicht. Dass wir hoffentlich vielleicht die Stelle wiederfinden, wo wir zwischengespeichert hatten. Da drüben ist der Weg hoch. Da drüben ist, glaube ich, der. Das war voll der unnötige Umweg.
Da drüben geht's hoch zum Aufzug. Wir gucken, dass wir die Stelle finden, wo wir vielleicht zwischengespeichert haben bei unserem... Und natürlich essen wir, was wir finden können. Okay, den habe ich jetzt genommen, statt zu essen. Solange wir nicht überladen sind, ist das alles okay. Wenn ich das Auto nicht finde, dann müssen wir es einfach in einem Ruck zu unserem Lager bei Lambda 2 schaffen. Was auch funktionieren könnte vielleicht. Wir müssen halt gucken. Sobald wir wieder durch sind, also sobald wir mit dem Aufzug wieder oben sind, durch, warum sag ich nicht durch, werden wir gucken, dass wir... Laufe ich gerade richtig? Ah, ja, ja, ich laufe richtig. Ich laufe richtig. Oh nee. Ich muss einfach... Ich kann das Fleisch hier nicht liegen lassen. Ich kann das Fleisch einfach nicht liegen lassen. Ich lasse mal eine Kohle hier. Die Kohle ist überhaupt nicht schwer. Okay. Aber ich kann nicht einfach Fleisch liegen lassen. Uns gehen so schnell die Proteine aus, dass es einfach nicht geht. Und gerade sind wir halt aber echt... Oh, warte mal ganz kurz hier. Müssen wir mal kurz von Egeln befreien. Oh, dass wir davon immer so viele und so schnell bekommen. So, was habe ich gesagt, was uns gerade fehlt? Proteine. Ja, dann würde ich sagen, das Fleisch, das frische... So. Schon sind wir nicht mehr überladen. Und wir haben ja ein neues Ersatzfleisch dabei. Falls ich irgendwo wieder ein Lagerfeuer machen kann. Wenn nicht, dann haben wir eben wieder Maden. Aber auch deswegen kann ich es nicht einfach liegen lassen. Es gibt zu viele gute Gründe, um Fleisch mitzunehmen. Einfach auch, weil wir es nicht ständig haben. Ich wünschte übrigens, wir könnten hier beim Aufzug oben nochmal speichern. So. Tschüss, illegale Goldmine und Creepy Ex... Jetzt bin ich gerade voller Schrecken. Creepy Experimente da unten. Diese Geräusche, die das Ding macht. Uah, schnell weg hier. Und eine Nuss essen. Yay. Und hier wünschte ich mir, wir könnten eben speichern. Der Generator. Wir müssen nach... Wollen wir mal eben kurz auf die Map gucken. Wir sind hier und wir müssen erstmal dahin. Letztlich müssen wir hier runter, aber ich würde eben gerne hier einmal schauen, dass wir zwischenspeichern. Bei, sagen wir mal, 1744 müsste das etwa sein. 16, irgendwo hier auf der Höhe müsste es tatsächlich gewesen sein. Wir müssen also jetzt eigentlich nur straight nach Westen gehen. Also sobald wir hier raus sind, nach Westen. Passen, dass wir nicht in Skorpione laufen. Und dann nach... Ich habe da welche singen gehört. Die Richtung. Ich hoffe, wir entfernen uns jetzt von denen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat nachher in der Aufnahme, von der Lautstärke her, aber hier haben definitiv gerade welche gesungen. Da war eine Maus. Oh nein. Uns fehlt leider nichts. Ah, komm, wir essen mal einen Schokoriegel. Und essen noch. Was essen wir denn noch? Wir trinken noch was. Komm hier. Stein. Stein wollen wir nicht. Ich meine, ich muss so oder so nach Westen, damit wir hier einfach wieder aus der Ecke rauskommen. Wenn ich dabei dieses Lager wiederfinde, das wir uns gebaut haben, umso besser. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Ich darf halt nicht sterben, sonst müssen wir den Weg nochmal laufen.
Wir laufen, glaube ich, ziemlich gut. Wo sind wir denn gerade? Ach so, ja klar, 19. Wir sind bei 1944. So, 1944 hier. Wir sind zu weit unten. Wir müssten ein Stück weit nach Süden. Wir können aber auch ein Stück weit nach Norden. Wir gucken mal, ob wir ein Stück weit nach Norden laufen können. Hier in die Richtung. Das passt auch mit diesem Berg da zusammen. Denn ich würde, wie gesagt, ich würde einfach liebend gerne jetzt kurz speichern. Das wäre mir doch ein Anliegen. Vermutlich finde ich das nie wieder, wo wir uns dieses Ding gebaut haben, oder? Aber wenigstens sind hier friedliche Tiere. Friedliche Tiere. Oh Gott. Friedliche Tiere. Hört auf mich, ihr Tiere. Aber es war ganz in der Nähe von dem. Wir müssten fast da sein. Da ist es. Er ist hier nicht. Doch, da war dieses Teil. Hier ganz in der Nähe haben wir gespeichert. Kann es sein, dass wir hier ganz in der Nähe. Oder läuft Wasser runter? Da drüben ist. Ah, das ist spät. Gut, dass sie uns jetzt nicht erwischt hat. Kann es sein, dass wir da unten irgendwo gespeichert haben? Wäre das denkbar? Ich esse mal die Früchte hier. Ich werde nicht. So. Früchte gegessen. Da unten müsste es irgendwo gewesen sein, wo wir gespeichert haben, oder? Nee. Ehrlich nicht? Das war mal schlecht jetzt. Okay. Ich hasse es, wenn ich Dinge nicht wiederfinde. Ich hasse das so sehr. Ich weiß gerade gar nicht, in welche Richtung laufe ich denn. Hier ist auf jeden Fall erstmal. Erstmal sind hier friedliche Tiere. Und Westen schadet nicht. Westen ist auf jeden Fall mehr oder weniger richtig. Immer das kleine Nachladen meines Dschungels, das mich voll nervös macht. Wir müssen im Endeffekt zu Punkt. Oh Gott, ich sollte echt mal auf die Karte gucken. Wir müssen im Endeffekt hier hin, zum Fluss, nach 2147. Ja, das passt doch. Wir müssen eigentlich nur nach Süden laufen. Dann kommen wir zum Fluss und können dem folgen. Bin ich ja gar nicht so schlecht gelaufen. Müssen wir jetzt nur aufpassen, dass wir keine Tiere finden, die uns töten wollen. Da laufe ich am besten mal außen rum. Ich orientiere mich tatsächlich einfach gern an sowas wie Flüssen, Bergen. Meine Orientierung ist nämlich ohne sowas so unglaublich schlecht. Das habt ihr ja schon zur Genüge mitbekommen. Der mich echt voll verlaufen würde und das ist nicht so schön. 21. Ja, so ein bisschen runter. Wir hoffen einfach mal, dass wir keine. Da sind wir durch. Jetzt einmal speichern, das wäre ein Traum. Oh nein. Unglaublich umständlich, aber hier. Sammel das. Wir haben jetzt zum Glück, wir haben Verbände gegen Vergiftung. Ich weiß nur gerade nicht mehr, war das der Funken oder der Ascheverband? Ich glaube, es war der Ascheverband. Warte mal ganz kurz. Huch. Habe ich hier irgendwas bei Medizin? Molineria. Bitterholz. Seerosen. Antitoxin. Die unbekannten Kräuter sind Antitoxin. Das heißt, wir haben gerade keine unbekannten. Venenin, Tabak. Wir könnten einen Tabakverband drauf tun, einfach in der Hoffnung, dass es hilft. Wir haben ja genügende. So, da ist mein Tabakverband. Schaden kann's nicht. So, bitteschön.
Und ich muss mal kurz was essen, damit wir nicht. Wie geht's mir denn? Ja, wir werden jeden Moment. Ja, dass ich auch jetzt gerade so doof war, das ärgert mich. Wo muss ich denn hin? Wenn ich den Fluss gleich erreicht habe, wir müssten hier irgendwo sein. Ich glaube, wo sind wir? 46, 19. 46, 19. Okay, wir sind da oben. Oh je. Okay, wir müssen weiter nach Süden. Einfach weiter nach Süden. Einfach weiter hier runter. Wir werden dann schon früh genug noch was essen. Das gibt relativ viel. Dosenmilch trinken. Ich muss auch gleich trinken, weil uns das Fieber natürlich unglaublich viel Flüssigkeit entzieht. Wisst schon, der Körper ist heiß. Oh, ich bin einfach doof. Ich reagiere viel zu langsam, wenn ich dieses Chirpen höre, dass da irgendwas ist. Rattern, rasseln, fauchen. Viel zu langsam. Liebes Spiel, sag jetzt bitte einfach keiner Großkatze, dass ich gerade unterwegs bin und der perfekte Snack bin, weil ich mich nicht mehr wehren kann. Bitte sag das keiner Großkatze. Ich weiß, ich bin ein Katzenliebhaber, ich mag die unglaublich, aber heute bitte einfach nicht. Nuss können wir essen. Wir haben auch wieder Egel, oder? Ja, doch, wir haben wieder Egel. Ja, ich doch, dass wir Egel haben. Ih, da ist einer. Und wir müssen gleich ein bisschen schlafen. Dringend. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir das, bevor wir umkippen. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mich hier ein bisschen hinlegen. Ich weiß, wir haben zu wenig geschlafen. Das ist mir bewusst. Aber. So, uns fehlt alles wieder. Das heißt, wir trinken erstmal was. Und dann nehmen wir diese Dosenmilch. Und dann essen wir noch. Jetzt kann ich nicht mehr so viel essen. Aber die leere Dose kann ich wegschmeißen. Schön den Dschungel zumüllen. Und dann essen wir einfach nochmal einen Schokoriegel. Und schon sind wir nicht mehr überlastet. So. Uiuiui. Können wir hier noch ein bisschen was für Kohlenhydrate essen? Da vorne sind Ameisen. Damit könnten wir übrigens Wunden schließen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir das ausprobieren mussten. Ich glaube nicht. So, wo bin ich denn jetzt? Wir sind jetzt bei 46,21. Oh, wir sind fast beim Fluss. Wir sind fast beim Fluss. Das ist so gut. Da unten müsste er vermutlich sein. Ja, da ist er. Sehr gut. Ich darf jetzt nur nicht... Jetzt muss ich dem Fluss ein bisschen in Richtung... Entschuldigung. Muss ich dem Fluss hier... Ich muss weiter nach unten. Ich muss insgesamt zu... Ja, 47, 48, 22. 47, 48, 22. Das heißt, ich muss ein Stück weiter nach... Vor allem nach Norden. Ich muss in die Richtung. Ich werde mir die größte Mühe geben, dass wir in der Folge noch zu unserem Speicherpunkt kommen. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte einfach nur die... Jetzt habe ich die blöde Uhr offen. Irgendwo hier muss es durchgehen wieder. So, 47,21. Es passt fast. Wir müssen tatsächlich nur an dem Berg vorbei. Ein Stück weiter runter. Einfach nur Richtung Süden wieder. Einfach nur Richtung Süden. Einfach hier runter. Sollte es jetzt passieren, dass wir sterben? Was nicht ausgeschlossen ist, leider. Sollte das passieren... Komme ich da drüben irgendwo wieder hoch? Das ist schwierig. Werde ich ein... Ah, hier. Hier durch. Sollte das passieren, dass wir jetzt sterben, dann würde ich alleine wieder hierher zurücklaufen. Also ohne die Aufnahme, denn das wiederholt sich ja sonst alles nur.
Ja, kann ich bitte meine Map? Wir sind bei 47,22. Eigentlich sind wir... Okay, wir müssen noch ein bisschen mehr in Richtung Süden. Wir müssen bis 23, aber wir sind fast da. Drück mich immer. Irgendwo hier muss es durchgehen. Irgendwo hier muss es durchgehen. Wir sind auf jeden Fall schon fast richtig. Nein, da geht's noch nicht durch. Da sollte ich nicht runterspringen. Aber hier müsste es tatsächlich doch eigentlich 45, 23 durchgehen, oder? Das wäre doch eigentlich hier. Da geht's durch, genau. Headset zurecht, rücken und glücklich sein. Okay, jetzt muss ich mich hier ganz kurz nochmal orientieren. Wir sind jetzt hier und ich muss jetzt eigentlich nur noch nach Osten gehen und dann ein Stück runter über den Fluss. Also nach, weil ich zuerst speichern möchte. Okay. Dann würde ich aber trotzdem hier einmal ganz kurz die Folge beenden. Und ich sage da vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Falls wir gleich in der nächsten Folge am Anfang sterben, schneide ich auf jeden Fall, bis wir wieder hier sind. Dann mache ich das allein und dann rennen wir einfach ein bisschen. Macht ihr noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Green Hell. Wenn wir dann hoffentlich tatsächlich endlich da ankommen, wo ich ankommen möchte. Bis dahin. Bye, bye.